Dieser Abend in Slowenien wird ihm unvergessen bleiben. Max Meyer, 19 Jahre und der Matchwinner. Sein goldenes Tor bei NK Maribor hat den FC Schalke ans Ziel gebracht, ins Achtelfinale der Champions League. Das Glückskind hatte zuvor fast eine Stunde auf der Bank gesessen, was ihn doch reichlich störte. Zunächst mal war ich ein bisschen enttäuscht, als ich nicht spielen konnte, aber die Entscheidung muss ich akzeptieren. Und ja, dann habe ich natürlich gehofft, dass unser Team das Spiel gewinnt. Ja, und dann bin ich irgendwann ins Spiel reingekommen und dann habe ich versucht, auch das Beste rauszumachen und ja, ist mir dann gelungen. Ganz schön nüchtern. Immerhin rettete der Edeljoker die Königsblauen, die sich lange Zeit ziemlich schwer taten mit den Slowenen. Am Ende aber ging der Plan dann doch noch auf, dank Max Meyer. Schön natürlich, ist immer schön, wenn ein wichtiges Tor schießt, vor Max, vor die Mannschaft, für alle. Er ist einfach ein super Fußballer, ist ein super Junge. Ich habe ihn eben gedrückt, ja, und wir haben uns beide gefreut. Freuen dürfen sie sich auch über 6 Millionen Euro. So viel bringt der Einzug ins Achtelfinale. Und Max Meyer hat noch lange nicht genug. Ich wünsche mir schon eine machbare Aufgabe. Und Monaco ist, glaube ich, Erster geworden, Porto. Ich glaube, das sind Mannschaften, wo wir auch Chancen gegen haben. Aber wenn wir jetzt gegen Barcelona nach Real Madrid wieder kommen würden, ist natürlich wieder sehr, sehr schwierig. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall auf eine machbare Mannschaft.